Grüße dich zum neuen Teil auf Behind You. Die einen oder anderen haben ja letztens schon das Video bekommen, wo ich nächtlich aufgestanden bin und schlafgewandelt habe, wo ich mitten in der Nacht eine Ouija-Sitzung geknallt habe, was natürlich mega krass ist. Ich habe euch ja im letzten Video schon gesagt, dass ich Vorkehrungen treffen muss, falls mir nochmal sowas passiert wie dieses Schlafwandeln, weil ich ja wirklich in der Nacht aufgestanden bin, wo ich nichts von mitbekommen habe und eine Ouija-Sitzung gemacht habe und Kerzen angemacht habe. Manche haben auch schon davon gesprochen, dass ich nicht ich selber gewesen bin, dass ich wohl gesteuert wurde, was ich jetzt nicht selber bestätigen kann, weil ich von der Nacht überhaupt nichts weiß, die vorgefallen ist. Ich weiß nur, ich bin ins Bett gegangen, morgens wach geworden, die Kamera stand bei mir und ich habe dann halt oben das Video nachher auf der Speicherkarte gefunden, dass ich eine Ouija-Sitzung gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich oben gemacht habe und wie das Ganze auslief. Auf jeden Fall super heftig. In den letzten Nächten ist jetzt nichts passiert, seit dem letzten Vorfall. Ich habe Vorkehrungen getroffen. Ich habe auf jeden Fall das Feuerzeug oben weggepackt, damit mir nichts da irgendwie abfackelt. Ich habe auch Salz auf die Treppe gelegt. Ich habe vorhin auch geschaut und ich will euch da auf jeden Fall mal was zeigen. Wir gehen einfach mal die Treppe hoch. Ich habe hier auf jeden Fall überall Salz hin, um zu gucken, ob ich da gewesen bin. Und es ist auf jeden Fall auf einer Stufe, ist ein Schuhabdruck drauf. Was bedeutet, ich hebe mal meinen Schuh hoch, dass ich oben gewesen sein muss. Ich bin aber seit gestern nicht oben gewesen und ich habe diese Spur frisch gemacht. Was bedeutet, ich bin im oberen Teil gewesen, ohne es zu wissen. Das ist definitiv mein Schuh. Und das ist wieder eines dieser beschissenen Sachen, dass du jetzt im Grunde einen Schuhabdruck siehst und du weißt haargenau, dass du nicht oben gewesen bist. So, damit ich jetzt hier erstmal nichts versaue, muss ich das mal eben zusammenkehren und trage ich den ganzen Scheiß oben in den Raum rein und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt alles mal weggesaugt, dass ich hier den ganzen Kram nicht wieder reinlatsche, aber mit dem Staubsauger weggemacht. Und dann werden wir mal in den Raum schauen, ob da irgendwas passiert ist heute Nacht. Mal gucken. Okay, Salzkreise sind. Es schaut auf den ersten Blick alles so aus, als wenn, okay, Krankenwagen fährt, als wenn ich nicht hier war. Es war komisch, warum da der Schuhabdruck gewesen ist. Okay, so, ich schaue noch mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist und dann mache ich gleich weiter. Okay, ich bin auf jeden Fall wohl definitiv heute Nacht wieder hier oben gewesen, ohne was davon zu wissen. Es kann auch sein, dass ich nur bis zur Tür gekommen bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier in dem Raum ist alles so, wie ich es vorgefunden habe, wie ich es zuletzt verlassen habe. Ich bin auf jeden Fall wohl hier gewesen, vor der Tür vielleicht, weil ein Schuhabdruck von meinem Schuh im Salz gewesen ist. Es ist aber sonst hier nichts im Raum, wo ich sage, hey, ich habe hier irgendwas getrieben oder sonst was. Okay, also zu dem Punkt mit dem Schlafwandeln schon eine ganz kranke Klamotte letzten Endes. Wir haben auch eine E-Mail bekommen. Ganz viele schreiben uns auch manchmal eine E-Mail. Wir kriegen ja nicht nur postalisch was, wir kriegen ja nicht nur Pakete. Wir haben auf jeden Fall eine E-Mail bekommen, wo drin stand, wir sollen bitte ganz dringend ein Paket öffnen. Wir haben öfter so Sachen, dass Leute uns das schreiben. Es gibt aber manchmal auch so Situationen, wo du dann auch mal überlegst, okay, wir gucken mal letzten Endes, ja, vielleicht ist es ja nur jemand, der ein bisschen Aufmerksamkeit möchte, dass man deswegen schnell mal schreibt, öffnet mal bitte schnell das Paket. Und wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen, die noch nicht ausgepackt sind. Ein großes, längliches ist es auf jeden Fall, was ich jetzt auspacken soll. Ich werde es auch mal machen. Keine Ahnung, was enthalten ist. Wir schauen einfach mal und gucken, was passieren wird. So, hier sind auf jeden Fall noch unsere Fanbriefe, die wir noch auspacken müssen. Pakete. Das Einzige, was jetzt auf diese E-Mail passt, das ist ein längliches hier. Die sich wundern, warum überall Klebestreifen sind, das ist von den Absendern, damit wir das ruhig filmen dürfen und man nicht den Absender erkennt. Deswegen kleben wir hier halt immer ab, damit wir auf jeden Fall ja die Leute anonym halten. Ne? Und hier haben wir dann halt auch noch einige, die wir da liegen haben, die wir noch zurücksenden müssen wegen Autogramme. Okay, dieses Ding soll es auf jeden Fall sein. Dann nehmen wir das einfach mal mit rüber. Also es stand sehr, sehr dringlich. Es gibt dann Sachen, die nehme ich dann ja schon ein bisschen ernst, kommt immer drauf an, wie es geschrieben ist. Okay, jetzt muss ich mal irgendwo
ein Messer finden. Wenn man Messer sucht, findet man es nicht. So, geh kurz auf Messersuche, dann geht's weiter. Okay, Messer nicht gefunden. Dafür habe ich dann entsprechend eine Schere gefunden. Okay, auch hier haben wir wieder alles zugeklebt, zwecks Anonymität des Absenders. Und ich werde das mal jetzt hier mal so ein bisschen hinstellen. Mein Stuhl knarrt volle Kanne. Okay, so kann man das ein bisschen erkennen. Scheiß Stuhl. So. Okay, kann man erkennen. Oh, da sitzt der Martin immer drauf, ey. Wäre heftig. Mach ich mal ein bisschen höher, damit man das besser sehen kann. Oh, auf jeden Fall. So, das Paket ist es. Einfach. Irgendwas Klotzriges drin. So, wo ist denn hier der Anfang? So, ich denke hier oben. Bin gespannt. Manchmal kriegen wir schon creepy Sachen, wie das eine radioaktiv verseuchte Viech da. Oh, scheiße, was ist das denn? Ey, was manche immer dazu kleben, ey. Okay, hier ist auch noch mal ein Klebeteil. Auch noch, muss ich auch noch aufmachen. Okay, das ist auch noch ein Klebeding. Also so große sind manchmal... Okay, Zettel oben drauf. Eine Folie. Okay, wir lesen erstmal. Ich lese erstmal vor. Hey. Okay, Hey, was für ein Name. Ich lese euch das einfach vor. Hier steht nicht, dass ich das nicht lesen darf. Okay, ich lese euch das vor. Mein Name ist Prometheus. Prometheus? Kein Name. Mein Name ist Prometheus. Und du, der das jetzt liest, bist nun ein Teil des großen Ganzen. Hä? Einige andere habe ich zugleich mit dir schon kontaktiert. Du bist nur eine Marionette im kompletten System, was sich Mensch nennt. Was für eine Schreibart. Du fragst dich sicherlich, wer ich bin, aber das ist irrelevant. Wichtig ist, dass du mir zuhörst. Ihr beide, also Martin und Marc, seid so etwas wie Botschafter für mich. Botschafter, um etwas zu übermitteln, was ich möchte. What willst du? Hört mir also genau zu, was ich zu sagen habe. Unsere Welt ist voller unerklärlicher Dinge, voller Sachen, die wir nicht verstehen können. Eine Matrix der Illusion und der zeitlichen, vorgewählten Gegebenheit. Das ist unsere Welt. Lese erst meine Zeilen, danach erfolgt alles andere. Also schon sehr merkwürdig geschrieben, muss ich sagen. Sicherlich denkst, ja, denke ich auch gerade, geil, das, was ich denke, steht hier. Sicherlich denkst du gerade, was ein Blödsinn das alles ist, was es soll und warum du dies überhaupt lesen solltest. Aber lass dir gesagt sein, du wirst es nicht bereuen. Ja, genau das habe ich mir auch gerade gedacht, du Vogel. Warum ihr, fragt ihr euch, weil ich weiß, dass ihr es macht, weil ihr offen seid, weil ihr Querdenker seid, weil ihr einfach perfekt seid für mein Vorhaben. Alter, was hast du vor? So, nun komme ich zum Punkt, was ich möchte. Ich will mit euch spielen. Ein Spiel mit meinen Regeln und mit einem Ausgang, der anders sein wird, als du denkst. Du wirst oft glauben, schlauer zu sein als ich, aber du wirst in eine Sackgasse laufen. Wenn du spielen willst, mache Folgendes. Poste auf Instagram ein Foto, was ich dir gebe. Öffne diesen Link und poste es. Okay, hier ist jetzt so ein Link drin. Mit dem Bild weiß ich, dass ihr bereit seid. Hä? Was passiert, wenn du es nicht machst? Wenn du es nicht machen solltest, wirst du nicht das Ergebnis des großen Ganzen erfahren. Nicht wissen, was du verpasst. Nicht wissen, was kommen wird und wo die Reise hingehen wird. Schau dir jetzt den Inhalt meines Paketes genauer an. Du wirst ja eine Geldkassette finden. Hey, Cash! Du fragst dich, wo der Schlüssel ist? Hä? Und dann kurz öffnen. Folienkram. Jo. Ist echt eine Geldkassette. Ach, krieg ich auch nicht auf. Okay, weiter geht's. Du wirst eine Geldkassette finden. Habe ich gefunden. Du fragst dich, wo der Schlüssel ist. Den hast du doch schon längst. Du weißt es nur nicht. Hä? Schnapp dir den Stapel mit eurer Fanpost. Such den Brief, der einen Kreis hat. Okay, ich hole mal eben den Stapel. Okay, ich nehme euch mal eben mit. Ein Brief.
den Kreis hat. Okay. Wenn wir nur gucken, ob da keine Absender so sind. Da ist ein Kreis. Okay, ich gehe von aus, der ist das. Okay. Gehe ich von aus, ich hoffe es, dass ich jetzt nicht den falschen öffne. Okay, dann stelle ich die Kamera wieder um. Mal wieder gerade ausrichten. Okay, so, warte mal, hier ist ein Kreis. Das ist interessant, sowas finde ich interessant, also hat was. Und öffne ihn. Oh Mann, dann verkleben die immer alle so. Und öffne ihn. Ist ja voll die Schatzsuche, ey. Okay, öffnen. Hey! Schlüssel. Öffne die Kassette und schau dir die Sachen genau an. Ist schon wieder verklebt. Ey, warum verklebt ihr denn immer alle? Öffne ihn. Ah, gibt's doch nicht. Oh. Nimm doch den nächstgleichen Stahlseil. Oh, guck mal. Oh, voll in die Haut reingerissen. Okay, und öffne. Machen wir. Okay, Geldkassette mal aufmachen. Zettel drin. Muss ich da irgendwas machen? Und schau dir die Sachen an. Du findest 3 Bilder und 3 Kartenausschnitte. Was ist das denn? Ja, kann man super erkennen. Kann man ja super erkennen. Super. Super erkennbar. Das ist interessant, denn ich drehe mal eben ganz kurz rum. Wartet mal. Ja, sorry, Kamera ist ausgegangen. Es ist interessant, denn das ist gar nicht so weit weg von mir. Hier ist Haus Meer da oben. Das ist der Parkplatz. Ich weiß, wo das ist. Hier ist ein Parkplatz zu der Parkanlage. Oh, man kann das so schlecht erkennen. Irgendwo eine Abzweigung oder so. Ich mache mal eine andere Kirche. Ja, man erkennt das ganz schwach. Das ist eine Abzweigung. Ach so, man kommt von da. Ah, jetzt checke ich das. Von da oben muss man langlatschen, glaube ich. Und da hinlatschen. Okay. Ich lasse mich fett überraschen. Ich weiß noch nicht, was ich damit jetzt soll. Okay, ich lege es zur Seite. Okay, da ist noch das hier. Was steht da? Jimmy Harrison? Nee, da ist auf jeden Fall eine Kirche drauf. Toni Marison. Toni Marison. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, ich stelle die Kamera wieder rüber und ich gucke mir mal ein anderes an. Okay, du findest 3 Bilder und 3 Kartenausschnitte. Jedes Foto hat etwas mit Mark zu tun. Hä? Es ist bei euch in der Nähe. Du kennst den Ort genau. Fahre hin zu diesem Ort und begebe sich dahin. Okay, noch ein Bild. Okay, warte mal, ich muss euch ja mal zeigen. Okay, 3 Bilder. Ne? Einmal dieses. Da steht Toni Morrison. Und dann das Bild. Steht da auch noch drauf? Kann ich gleich lesen. Die Verwendung. Verbindung. Die Verbindung. Die Verbindung. Und da. Auch so ein altes Haus, das kann man ganz gut lesen. Da oben steht Song of Solomon. Okay. Jedes Foto hat was mit mir zu tun. Kein Plan von. Ich weiß nicht, was der Typ meint. So. Die Typin, Typ.
Okay, ich fahre jetzt einfach mal hin. Leute, fahr nach hin. Bin neugierig. Sowas finde ich cool. Anziehen, auf geht's. Bin jetzt hier angekommen, was auf der Karte zu sehen ist. Das ist interessant. Ich kenne den Ort. Ich war mit Martin sogar schon mal hier. Ich bin jetzt genau an der Stelle, also im hinteren Bereich, wenn man da lang guckt. Da hinten ist dann dieses sogenannte Haus Meer. Also ist genau in dem hinteren Bereich. Und hinter mir ist jetzt hier alles Waldstück. Komplett Wald. Hier sind halt auch noch ein paar Autos. Bin jetzt direkt an der Landstraße. Ich latsche jetzt mal hin. Lasst mich überraschen. Das Gute ist, mir kann da jetzt niemand auflauern, weil niemand weiß, dass ich jetzt um die Uhrzeit hier bin. Deswegen kann ich hier ganz entspannt und chillig langlatschen und dann mal gucken, was passiert. Was ich finde, was ich sehe, entdecke. Ich nehme euch jetzt einfach mit auf diese komische Klamotte heute. Okay, bin jetzt hier in den Wald. Das ist das sogenannte ein Naturschutzgebiet. Ich komme jetzt von da und auf dem Blatt war die erste Abzweigung zu sehen. So, dann laufen wir mal lang. Hier ist schon super viel gerodet worden. Hier fließt so ein kleiner Bach. Okay, also auf Karte, auf diesem Ausdruck, ist das wohlgemerkt die erste. Ich mache das mal hier gleichzeitig auf. Ah, jetzt kriege ich das hier nicht auf. Die erste Abbiegung. Okay. Die kommt noch. Jetzt ist nur die Frage, ist das so eine Abbiegung hier oder nicht? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall eine zu kleine Abbiegung. Ich glaube nicht, dass die da gemeint ist. Okay. Hier ist super viel runtergerodet. Hier ist eine Tüte. Nee. Also auf jeden Fall, man muss suchen. Hier riesen Hundehaufen. Mega. Hier ist auch ein roter Punkt. Haseln. Wir suchen. Hier irgendwas ist. Ich weiß ja auch nicht, wonach ich suchen soll. Das ist ja noch das Problem. Ich habe gar keine Ahnung, wonach ich suchen muss. Oder was ich sehen werde. Ob hier irgendwann hier überall Hundescheiße, ey. Keine Ahnung. Also. Die Situation ist ja auch nicht gerade einfach, weil ich ja gar nicht weiß, wonach ich gucken muss. Ich latsche einfach mal weiter. Ja, hier ist auch die ganze Zeit ein Hubschrauber zu hören. Ja, sowas mag ich nicht, wenn du irgendwas machen sollst oder du hast gar keine Ahnung, was du finden sollst, was du entdecken wirst. Man läuft dann einfach nur hier lang und keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass ich mit Martin, ich glaube, vor anderthalb Jahren hier sogar schon mal in diesem Abschnitt gewesen bin. Wo uns hier ein paar Kinder verarscht haben. Okay. Wow. Da fliegt irgendwo ein Suchhubschrauber. Auf jeden Fall uns hier ein paar Kinder verarscht haben. Und ja, gucken. Also die Stimmung ist ja echt merkwürdig. Keine Ahnung warum. Weiter geht's. Also hier fliegt die ganze Zeit ein Suchhubschrauber. Da oben. Keine Ahnung, was der sucht. Also so eine Situation mit so einem Suchhubschrauber über einem macht einen schon merkwürdig Angst. Der fliegt ja auch noch genau in meine Nähe, Leute. Was geht ab hier?
Der blickt genau in meine Richtung. Ey Leute, das war creepy. Der ist genau über meinen Kopf geflogen. Also wirklich haargenau drüber und hat mich beobachtet. Heftige Scheiße, ey. Der fühlt sich voll merkwürdig, so krank. Ich bin jetzt hier an dieser Stelle. Wow, da liegen sogar Steine. Ein Fall schon sehr merkwürdig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wonach ich suchen muss. Also ich suche jetzt hier erstmal alles ab und dann schauen wir. Jo Leute, ich habe hier was gefunden. Hier war noch Draht drüber. Na sauber. Voll verarscht, Alter. Voll verarscht. Voll verarscht. Super, Leute. Fett verarscht, ey. Ja, mehr Infos kommen bald. Kann ich ja mir jetzt so gar nichts mit anfangen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier echt umsonst hingefahren, oder? Oder gehörte das jetzt mit dem Hubschrauber zusammen, dass ich da jetzt irgendwie überwacht werde, oder was? Und warum kreist hier ein Hubschrauber bei mir? Über mir drüber? Alles komisch. Also ich muss sagen, hier ist alles ein bisschen komisch. Frage ich gerade nicht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, CD gefunden. Mehr Infos kommen bald. Bin jetzt echt umsonst hier hingefahren. Wisst ihr, was ich das Gefühl habe? Passt das hier rein? Nee, passt nicht rein. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie im Grunde hier jemand sich jetzt einen Scherz erlaubt hat. So nach Motto, irgendwie Verbrecher, irgendwie ist um die Uhrzeit im Park unterwegs, der sich hier hingelotst wurde und dass man irgendwie dann auch die Polizei angerufen hat, dass ich irgendwie ausgebrochen bin oder so. So kommt mir das gerade vor, weil genau über meinen Kopf ist der Hubschrauber geflogen und hat mich beobachtet. Also die Situation hast du auch schon gefühlt, du bist irgendwie im neuen Jack Norris Film oder so. Also echt merkwürdig, Leute, muss ich sagen. Echt mega, mega merkwürdig. Also ich bin auch ganz ehrlich jetzt auch gerade wieder froh, wenn ich wieder im Auto bin. So kommt mir so vor, als wenn gleich nur die Polizei irgendwo angerannt kommt und mich noch verhaftet. So ein Gefühl habe ich hier gerade. Ja, vor allen Dingen, das Ding ist über mir gewesen. Da mich beobachtet irgendwo mit der Kamera oder irgendwie sowas bestimmt. Irgendwie so eine Klamotte. Also ganz krank. Ja, Leute, das war der Trip. Merkwürdig, kann ich euch nur sagen. Eigentlich habe ich immer gedacht, so wenn du am Tag im Wald bist, passiert dir gar nichts. Und dann wirst du noch von Überwachungshubschrauber beobachtet. Ich habe echt das Gefühl, da hat irgendeiner hier Polizei gerufen, überwachen sie mal, da ist irgendeiner. Und dann fliegen die dann über mir und überwachen mich so. Kranke Scheiße, ey. Jo, ab ins Auto, ist kalt hier. Auf jeden Fall umsonst hier hingefahren. Und Hubschrauberüberwachung, mega scheiße gedrisselt. So, bin im Auto wieder, bin auch echt ganz ehrlich, echt froh gerade. Weil wenn du so im Hinterkopf weißt, dass sie da wohl irgendjemand suchen im Wald und du dann die Person bist, die gerade im Visier ist von so einem Überwachungshubschrauber, ist halt schon eine creepy Nummer, ey. Du weißt ja auch gar nicht, wer sich da gerade aufhält. Irgendwie Mörder, Verbrecher, irgendwelcher heftiger Art. Wir haben jetzt zwar erstmal nach Hause, umsonst die Aktion gebracht und falls dieser Prometheus oder wie der sich da nennt oder du dich nennst, halt jetzt gerade siehst, ich hoffe nicht, dass du mit der Scheiße was zu tun hast, Kollege. Auf geht's nach Hause.